So, jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wird es total niedlich. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Denn jetzt kommt ein 6 Wochen altes Löwenbaby zu uns. Und es ist nicht irgendein Löwenbaby, sondern es ist deswegen auch noch, ja, da hören Sie schon, oder? Haben Sie den Hintergrund, oder? Hat's gemacht. Das Löwenbaby ist auch noch von seiner Mutter verstoßen worden. Ja. Und wird jetzt mit der Flasche hochgezogen, im Eifelzoo. Und es kommt jetzt zu uns und Sie müssen ganz leise klatschen, am besten mit 2 Fingern, so, mit 2, ganz leise, weil es ist sehr empfindlich, das kleine Löwenbaby. Da haben Sie es gehört? Oh, oder? Oh, ja, macht direkt, oh. Bitte begrüßen Sie die Zoodirektorin Isabel mit dem Löwenbaby Marlor. Herzlich willkommen. Guck mal hier. Ja. Er mag kein Auto fahren. Mag kein Auto fahren? Ja, 6 Wochen alt. Und die Mutter hat es einfach verstoßen. Warum denn? Wir haben eigentlich bei der Mutter verhütet. Ja. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Wie verhütet man bei Löwin? Mit einem Implantat in der Rute. Das ist hormonell, kennt man. Also die Pille hat sie nicht vergessen. Beim männlichen Tier? Nee, nee, beim weiblichen. Bei der in Katze. Der Rute? Also ich meine den... Ja, natürlich, hinten die Rute. Ja. Die Wedelrute. Ja, okay, okay. Aber es hat nicht funktioniert. Nee, hat ja? nicht funktioniert. Und ja. dann haben wir dann auf einmal dieses kleine Malörchen. Ja, und deswegen heißt es Malor. Genau. Ach, guck mal. Ach, Malörchen hört sich ja ein bisschen blöd Kann ich es streicheln oder ja, beißt es mich dann? Hallo. Ja. Oh. Oh. Ja, ich nehme dich gleich auch mal auf den Arm, wenn das geht. Ja? Da muss ich vorsichtig sein, aber ich kriege das hin. Glaub ich. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Ja? Bitte leise klatschen. Gleich noch nach der Werbung, Comedian Johnny Armstrong hier bei uns hat natürlich dieses kleine süße Löwenbaby. Bleiben Sie dran. Ganz leise müssen wir sein, weil die kleine Malo oder der kleine Malo? Der kleine Malo. Es wird okay. ein stattlich starker Löwe von 300 Kilo, ja. wenn er fertig ist. Man sieht aber diesen männlichen Löwenkamm, den sieht man jetzt noch gar nicht. Das kommt nicht, erst ne? mit der Geschlechtsreife. Ja, okay. Sie betreiben so einen kleinen Zoo in der Eifel, den ja. Eifelzoo in, ja, in Lünebach, genau, in der Nähe von Prüm. Was für Tiere haben Sie sonst noch? Löwen, Tiger, ja. ein großes Freigehege, wo eine Lok durchfährt, Nasenbären, Kragenbären, eigentlich alles, war eine Ziegenschafe. Zum Kraulen natürlich, ja, okay. alles da. Ja, aber den darf man nicht kraulen, ne? Also ich schon jetzt, wenn, ja, ich, ja. Ganz, wenn ich ganz vorsichtig bin, oder? Wo lebt der gerade? Der lebt der jetzt alleine im Gehege und muss alleine nachts schlafen, weil die Mutter ihn verstoßen hat? Oder darf er mich nicht zu Ihnen nach Hause? Nein, er wohnt im Moment schon bei mir zu Hause. Das, ach, ist das natürlich ist nur eine Notlösung, da ich ihn derzeit mit der Flasche großziehen muss. Ja. Alle 2 Stunden Fläschchen, Tag und Nacht. Inzwischen ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber im Zoo wäre zu viel Aufregung und es ist natürlich auch noch viel zu kalt draußen. Okay. Aber er wird jetzt bald auch, also für 1 Stunde am Tag im Zoo zu sehen sein. Okay. Und dass die Leute auch was davon haben. Kann ich den mal nehmen oder ist ja, das, muss man da fachmännisches? Nein, wir nehmen am besten unterm Popo und so. Er ist so. Stark, also schön festhalten. Ja. Aus Zucker ist er nicht. So. Vielleicht andersrum, oder? Oh, ja. Und dann so unten halten und dann so. Oder so kleine Geräusche. So. Oh. Oh. Ja, 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 ja. Ne? Soll ich ihm mal Fläschchen geben? Ja. Ja? Der muss. So. Das, da freut er sich drauf. Ist das schwierig, von der Löwenmutter verschlossenes Löwenbaby, ich kann es gar nicht sagen, mit einem an ein Fläschchen zu gewöhnen? Also ich kann natürlich keine leibliche Mutter ersetzen, das ist ganz klar. Es ist eine Notlösung, ansonsten wäre dem Tode geweiht gewesen. Guck mal, er leckt an meinem Daumen. Oh. Das ist Fellpflege. Ja. Ja. So, und hier jetzt ist oben. Das oben? Ja. Flasche ja. ran. Nee, in den ja. Mund. Ja, ja, ja. Der, Moment. Jetzt. Genau. Und dann Flasche hoch. Dann Flasche Gleich hoch. Trinkt er. Oh, ist das putzig. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass aus diesem süßen Löwenbaby mal eine räudige Bestie wird. Oder? Wenn man das so sieht.
Wie lange geht das noch gut so? Also, keine Ahnung, 2-3 Monate, dann kann man den nicht mehr so auf den Arm nehmen, dann wird es schon gefährlich, oder? Also, ich werde es in 4 Wochen schon tunlich sein lassen. Also, er muss halt auch irgendwo abgenabelt werden. Er soll sich, so wie es möglich ist, nicht so sehr an uns Menschen gewöhnen, weil er soll wieder zu den Eltern zurück. Es ist und bleibt ein Raubtier und soll halt auch wieder im Rudel integriert werden. Ja. Wann war das? Das war am 2. Tag. Okay. Das war das erste dicke Milchschnäuzchen. Ja. Und da konnte ich dann auch nicht mehr innehalten, mal selber ein Foto zu machen. Ja, auch wie total süß. Was hat er jetzt vor? Oh, kein Hunger mehr. Vielleicht kein Hunger mehr? Hungi? Kann ich ihn laufen lassen? Nein, ne? Ja, er will so ein bisschen auf dem Boden? Ja. Ja, ja, ja. Ja, keine Angst, keine Angst. Witz? So. Ja. Einfach dahinsetzen. Einfach dahinter. Er mag auch sehr gerne Schuhe. Aber ganz schön harte Krallen. Aha. Ja, er ist auch schwer. Er hat inzwischen richtig zugenommen. Hat 5,5 Kilo. Ja. Wie schnell geht das jetzt? Also wie viel nehmen die in der Woche zu? Kilo, kann man so sagen. 1 Kilo pro Woche? Ja. Also plus minus. Können auch 750 Gramm sein, kommt ganz drauf an. In den ersten Wochen ist es natürlich nicht so rapide. Ja. Aber im Moment ist es so, er wächst von Tag zu Tag. Ja. Und wird... Jetzt probiert er die erste Stufe. Nee, soll er nicht? Doch, kann er schon. Ach so, ja. Er wird... In 4 Wochen wird er seine 10, 15 Kilo auf die Waage bringen. Und dementsprechend, er hat jetzt schon unheimliche Kräfte. Ja. Und dann ist das natürlich mit dem Händel nicht mehr so einfach. Und dann muss er halt in ein Übergangsgehege. Er leckt hier den Fußboden ab. Was hat das zu bedeuten? Wahrscheinlich Hunger oder halt mal schmecken, riechen, was hier los ist, wo wir denn hier sind. Es gefällt ihm aber nicht. Er niest immer. Oder hat er Heuschnupfen? Nein, jetzt so lange Gott sei Dank nicht. Der Teddybär interessiert ihn überhaupt nicht. Ne? Der erkennt ja nicht als Tier, als seinesgleichen. Hopsala. Oh, hab doch gar nichts gemacht. Bin doch nur hier, bitte nur ein kleines bisschen nach vorne gerutscht, mein Kleiner. Guck dir mal den Teddy an, der ist doch so toll. Ja, ja, ja. Guck doch mal, gehen wir mal zum Teddy. Oh, Also normalerweise findet er Teddys ganz toll. Wir haben hier auch dieses Relikt mitgebracht. Das war am ersten Tag eine Notlösung. Ja. Er hat nämlich meine Mutterpfote nicht mehr losgelassen. Ja. Und seitdem liegt dieser Plüschi bei ihm und ist Ersatzgeschwisterchen. Inzwischen steht er vor Dreck, riecht auch dementsprechend. Okay, warum verlässt eine Mutter ihr Löwenbaby? Ist das häufig so bei Wildkatzen? Es ist nicht nur bei Wildkatzen häufig so, es kann auch bei einem Haushund so sein oder allgemein, es kommt sehr oft vor. Wenn es Erstgebärende sind, wenn es irgendwie eine hormonelle Umstellung ist, es gibt natürlich auch die natürliche Selektion im Tierreich, dass Mütter auch mal, das ist in der Wildnis so und kann natürlich auch im Zoo passieren, wenn man nicht aufpasst, dass die Mütter die Kleinen halt verstoßen und nicht annehmen. Ja. Ne? Ach, ein wunderschönes Bild. Ich mag es so. Das sind so Katzenvideos im Internet. Ich kann den ganzen Tag Katzenvideos im Internet gucken. Ich mache manchmal wirklich nichts anderes. Katzenvideos und Leute, die besoffen vom Balkon fallen. Solche Sachen. Das sind halt die zwei Dinge, die ich lustig finde. Frisst es denn auch schon Fleisch? Wir fangen im Moment damit an, dass er halt einen rohen Rinderknochen bekommt, an dem er lecken kann. Man muss natürlich alle Sinne schärfen, man muss die Tiere auch beschäftigen, in dem Alter schon, dass er halt dran lecken kann. Ja. Und wahrscheinlich dachte er eben, es wäre der Rinderknochen. Ja. Und es wird halt jetzt weitergehen, dass er dann Hackfleisch, die Milch mit Hackfleisch angereichert bekommt. Ja. Aber er wird natürlich hauptsächlich noch dazu die Flasche bekommen. Mett? Kriegt er auch Mett? Ja. Mmh, lecker, hm? Ja. Gebe ich dir gleich hinter der Bühne mal ein bisschen was, ne? Cool. So, jetzt ist aber Zeit, jetzt musst du aber ins Bett gehen, oder? Hm? Hallo? Ja, glaube schon. Ihre Hand sieht ein bisschen ramponiert aus. Ist das alles von Ihnen das hier? Das kommt alles von Ihnen, okay. Wenn Sie das kleine, süße Löwenbaby mal sehen wollen, können Sie in den Eifelzoo gehen, in Lünebach. Genau. Ja? Da können Sie auch noch viele andere lustige Tiere sehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Es ist total süß. Ich bin völlig berührt und kann nicht fassen, dass eine Mutter ihr kleines Löwenbaby... So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Isabel, Walpott und Marlor.